Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. So, wir befinden uns immer noch im sechsten Dungeon und haben beim letzten Mal den Zwischenboss gekillt. So. Okay. Und jetzt fahren wir fort. Okay. Au, 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 au. Oh je. Schnell weg hier. Da kommen wir eh nicht durch, denn wir haben keinen Schlüssel. Okay, habe ich dann eine Chance durchzukommen? Ich muss eh irgendwas machen. Ich komme hier ja gar nicht mehr weg. Moment. Alles ausprobieren. Vielleicht. Jetzt habe ich gedacht mit einer Bombe. Ei, was habe ich denn jetzt getan? Ich probiere noch mal die Bombe. Nein, noch mal. Oh je, was mache ich denn jetzt? Okay, das garantiert nicht. Das war es Zufall. Alter, der Laser. Mal gar nicht. Oh, okay, hier ist der Bossraum. Das heißt, hier sind wir schon mal falsch. Und hier benötigen wir erstmal einen Schlüssel. Mal vorsichtig. Knifflig, knifflig. Hm.
Aber so muss es ja sein. So, hier war nur die Kiste, ja? Aber da komme ich nicht so hoch. Da rechts ist eine Tür. Aber wie, da muss irgendwo noch ein unterirdischer Durchgang sein. So, irgendwo müssen noch Stufen sein. So, hier diesen Raum haben wir ja auch noch. Springe auf die Säule, um voranzukommen. Wie soll ich hier drauf gehen, bitte? Alles oder nichts. Ich bin ganz schön heute fertig kriegen. Wo jetzt? Ich meine, ich habe gerade irgendwas Komisches gehört. Zerstöre Wände und du gelangst in die Maske. Ja. Das haben wir soweit verstanden. Ach Maxi, holt immer wieder mein Hund raus. Raus rein. Okay, jetzt machen wir es halt so. Wie kriege ich diese Tür auf? Rechts, oder? So. Geht doch. Du hast einen geheimnisvollen Balsam erhalten. Wenn es dir mal nicht gut geht, kann er dir von Nutzen sein. Jetzt geht der Balsam, wirklich? Okay. Ich brauche einen Schlüssel. Complication. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe hier fünf Treppen, aber nur. Ich habe schon fünf Treppen, das heißt, in eine Treppe bin ich nicht reingegangen.
kommen da ja nicht rein. Hier geht's ja zum Boss, das benutzen hier null was, ja? Also, zum Mitschreiben. Rechts. Diese Treppe. Führt zu dieser. Zum Boss. Hier. Brauchen wir einen Schlüssel, kommen wir nicht durch. Das heißt. Treppe. Boss. Haben wir hier noch 1, 2, 3. Und die checken wir jetzt nochmal ab. Jawohl. Diese Tür hier, die irritiert mich halt wie noch was. Es hat auch irgendwas mit dem Scheiger zu tun hier, oder? Moment. Da sein können. So, diese Treppe. Hat hier hingeführt. Ah je. Haben ein Problem. Irgendwas übersehe ich. Aber was? Was übersehe ich? Wir haben nämlich die Treppe, wo wir sehen, aber nicht rein können.
frage mich nur, was es mit diesen anderen, mit den anderen Eulenstatuen auf sich hat, weil. Eigentlich gehofft, dass wir die auch öffnen können. Muss doch irgendwo einen Weg geben. Mal treffe ich vielleicht die Tür falsch oder? Okay, das kommt nur durch die andere Seite durch. Ich brauche einen Schlüssel. Was übersehe ich? Oh Mann. Dass man sich halt immer mit sowas aufhalten muss. Ihr habt die schon alles gekillt. Jetzt komme ich gleich wieder zu dem Punkt. Wo ich Richtung Bossraum gehe. Das heißt, wir gucken nochmal nach rechts. Ich vermute mal ganz stark, dass da ein Schlüssel drin ist, ja? Kann eigentlich, das ist das einzig Sinnvollste, ja? Aber, wie komme ich da hoch? Da rechts ist ein Eingang. Oh je. Wie lange soll ich mich damit jetzt noch aufhalten? Und das Ding ist... unten? Hilft mir auch nicht mehr weiter. Weil ich hier nämlich schon fertig bin. Heißt, da brauchen wir auch nicht weiter. So. Hier nach oben. Ist auch Quatsch. Denn hier geht es zum Boss. Heißt, diese Seite können wir komplett abhaken. Hier ist auch keine Wand, wo ich zerstören kann. Das heißt, es muss was auf der anderen Seite sein. L
links im Gang. Ich auch hier nichts mehr. So. Ist mir jetzt egal. Ich gehe nochmal alles durch. Was ich schon dachte, dass hier irgendwas ist, aber... Hier ist nichts. Was mich trotzdem hier in diesem Raum ein bisschen wundert, ist... Warum ich hier Licht anmachen kann. Ergibt für mich keinen Sinn. Besonders jetzt habe ich eh keinen Feenpulver mehr. Und hier geht es nur zum Boss. Hier ist nichts. Alles das können wir abhaken. So, gehen wir nach links. Kommen wir jetzt nicht durch. Gehen wir nach links. Augen auf! Ich sag nur Augen auf. Oh Mann. So. Okay, Kompass. War eine gute Entscheidung, nochmal alles durchzugehen, oder? So. Wir haben noch 3 Truhen, das ist nicht mehr alles, nicht mehr so viel. Gehen wir erstmal da runter. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall den Schalter runter machen. Das tun wir auch gleich. Ich schon mal hier Pfeile raus. Einen Schlüssel. Oh je, yeah. Okay. So, ich lasse kurz den Hund raus, sorry. Oh Mann. So, sorry. So, jetzt können wir nämlich dadurch. Machen wir auch gleich mal. Mal jetzt erstmal hier Truhe auf. So. Warum fliegen die so komisch? Und das nächste ist, warum
jetzt diese Schalter da? Ich habe mich noch am Anfang gewundert, wie komme ich da rein? Da nach oben. Herzlich. Eine Muschel. Sehr schön. Freut mich. So, zum nächsten Thema. Schauen wir mal. Ah, jetzt sind wir müssen einfach Schach spielen. Na also, das kriegen wir hin. So. Pferd geht ja. Moment. Also, wie ist es dazu, dass es nach links geht, rechts geht? Ja gut, ja. Okay. Jetzt ist drauf und jetzt? Aber vielleicht muss ich so rummachen. Obwohl, das ist ja nicht unlogisch schwer, ne? Da ist halt das schwarze Feld. Oder hat es eine Bedeutung? Ich muss es auf jeden Fall lösen, weil ich komme hier sonst nicht mehr raus. Mal die Tür zu. Nur was mal so rum. Wie kriege ich die? Komm! Hallo! Was mich jetzt auch ein bisschen triggert, warum? Das muss man runter machen. Na, schwarz? Muss auch schwarz. Wo ist dein Problem? Muss das so gut fallen, oder? Das ist ein Feld zu viel. Aber gut. Soll mir schon recht sein. Okay, damit haben wir das abgeschlossen. Jetzt muss man überlegen. Nach rechts kann man nicht, das heißt, wir können nur einen Schlüssel nutzen. Ja, komm, jetzt machen wir fort. Ich würde Zeit haben, ein bisschen länger wieder. Ja, aber süß halt. So. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ich probiere jetzt. Oh Gott, jetzt bin ich gerade. Weg. Ja, eindeutig. Jetzt habe ich zu viel nachgedacht.
Schauen wir mal, vielleicht ist er richtig. Nein, okay. Ta-ta-ta-ta-ta. Wo waren das? Das ist der Boss. Ah, dieses Spiel, das ist der Bossraum. Muss ich Richtung Bossraum jetzt? Genau, nochmal die Abkürzung. Mann, immer einen falschen Knopf. Moment. Warum schlägt hier was an? Warum habe ich es nicht gleich gemacht? Egal, jetzt haben wir wenigstens alle Schlüssel. So, jetzt haben wir das gleiche Spiel nochmal schwarz. Ich. Ja. Schon noch einfällt zu viel für Pferd springen. Alles nur sagen. Jetzt, Leute, jetzt geht's gut aus. So. War mir klar. Ich drück wieder den falschen Knopf. Perfekt. Oh. Kann ich die Schubbomben? Nein. Vielleicht nicht. Okay, ich habe eine Idee. Die Bomben ins Maul werfen. Ah!
Jawohl. Das ist die Lösung. Nur ein bisschen gutes Timing. Was schmecken die Bomben oder? Ich glaube, da fühlt sich wohl. Ist das nicht schon seine dritte? Ah! Ei, 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 ei. Komm schon. Ah, komm schon. Geht doch. Boah. Hä? Ah, ich trottel, genau. So. Ava! Ist das jetzt die Erschütterungstruhe? Warte mal, die von Krügen umge...
Oh komm, lass mich doch jetzt nicht außen rum. Ziemlich lange, Leute. Sehr, sehr lange, oh mein Gott. Ich wollte den Dungeon halt beenden, also beende ich ihn heute. Aha. 300 Rubine. So, jetzt haben wir ein Problem. Ich brauche zwei Weiße. Ist das jetzt gerade ein Fehler oder? Oh ja. Yeah. Now we have a problem. Oh Mann. Komm, denk einfach kurz logisch nach. Was ist das Problem? Da gibt's die Klose. Schwarz ist schwarz, weiß ist weiß. Ich werde da auch nicht hinkommen. Mein Gott.
So. Jetzt die gletschte Truhe, die macht mich jetzt noch zu schaffen, oder? Sehe ich das richtig? Oder auch nicht. Oje, oje, oje. Okay, schnell zum Boss. Oh Gott. Und den Dungeon abschließen, auf geht's. Ein mega, mega langer Part heute. Gleich sind wir da. Und dann gib mal, ey. Dann geben wir. Aua. Jetzt deppert? Ja. Man merkt, wenn man zu lange im Part noch voll gearbeitet und dann. Na gut, ich bin auch schon fleißig am Aufnehmen. So. Auf geht's. Gleich rein. Ich dir einen Tipp geben? Also gut, dann wirf mich. Hoppla. Jetzt hätte ich es fast verraten. Der Dämonenfratz. Die Dämonenfratze. So muss ich sagen. So. Lass mich raten. Ah, nein, nein. Sehr schön. Ja, super. Sollte der alte Windfisch jemals aufwachen, wird er alles auf dieser Insel verschwinden. Hörst du? Alles, auch du. Und wir bekommen einen Herzcontainer. Sehr schön. Nummer 13.
sieht das schön aus. Und wir holen uns unsere Belohnung ab nach diesem langen, langen Part. Du hast die Korallentriangel erhalten. Die Berge. Ein Ruf aus den Bergen. Oho, die Monster auf Kokolind befürchten, dass der Windfisch bald aufwachen wird. Sie sind mächtig und könnten die Insel erobern und ihre Feinde zerstören. Dieser Tag könnte schon nahe sein. Gehe nun zum Bergturm. Fliege wie ein Vogel. Uhu, uhu. Thank you.